Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen des Museum Hegelhaus und der Philosophie. Mein Name ist Elena Keifel. Ich bin die Leitung der Museumsfamilie und des Museum Hegelhaus und möchte Sie alle ganz herzlich hier heute Abend zu der Veranstaltung Hegel Jahrhundertfunde hier im Hegelhaus in Stuttgart willkommen heißen. Ich gebe zunächst eine kleine Einführung zum Abend. Anschließend übergebe ich dann das Wort an Professor Dr. Klaus Viehweg von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und zum Abschluss der Veranstaltung dürfen Sie auch gerne Fragen stellen. Und genau, wir haben hier auch ein paar Publikationen mit dabei, die digital dann auch erworben werden können, wenn das gewünscht ist. Genau, aber Sie dürfen sich erstmal heute Abend inspirieren lassen. Ja, im vergangenen Jahr 2022 gab es, wie gesagt, diesen spektakulären Jahrhundertfund. Bis dahin unbekannte Mitschriften von Georg Wilhelm Friedrich Hegels Heidelberg-Vorlesungen wurden entdeckt. Professor Dr. Viehweg fand in der Diözesanbibliothek des Erzbistums München und Freising 5 Archivkartons mit Vorlesungsmitschriften, die seit fast 200 Jahren von der Forschung nicht näher betrachtet wurden. Verschiedene Teile von Hegels Philosophie sind zumeist nur durch Mitschriften dokumentiert und erlauben einen Einblick in sein Philosophieren so in eine Art als Work in Progress. Der Fund eröffnet jetzt damit ganz neue Zugänge zum Denken Hegels. Die rund 4000 Seiten umfassenden Mitschriften stammen aus der Feder von Friedrich Wilhelm Caruwe, einem der ersten Hegel-Schüler an der Universität Heidelberg. Der katholische Schriftsteller, Publizist und Politiker war einer der führenden Intellektuellen seiner Zeit. Die jetzt entdeckten Manuskripte sind Teil des Nachlasses des Theologen Friedrich Windischmann. Die Handschriften umfassen fast alle Teile von Hegels enzyklopädischer Architektonik, darunter eine schon lange gesuchte Mitschrift einer Ästhetikvorlesung in Heidelberg, über die es bisher noch gar keine Unterlagen gibt. Genau, zu Professor Dr. Klaus Viehweg. Er forscht seit diesem spektakulären Fund eben an den Dokumenten und hat die ersten Forschungsergebnisse bereits beim Hegel-Kongress Anfang des Jahres, der auch hier von uns ausgerichtet wurde in Stuttgart, präsentiert. Heute hier in der nun zweiten Präsentation werden ganz neue Erkenntnisse vorgestellt. Und wir als Museum Hegelhaus sind begeistert, die Möglichkeit zu haben, eben diese Forschungsergebnisse hier zeigen zu dürfen, diese einzigartigen Funde hier im Museum Hegelhaus, der Geburtsstätte des Philosophen mitten im Herzen der Stadt Stuttgart. Ja, Professor Dr. Klaus Viehweg ist Professor der Philosophie und legt seinen Forschungsschwerpunkt auf den deutschen Idealismus und dabei insbesondere auf Hegel. Er war bereits weltweit in Seattle, Pisa, Mexico City, Tokio, Shanghai, Rom, Santiago de Chile und viele mehr als Gastprofessor oder auch eben als Gastforscher tätig. Zu diesen Funden sagt er selbst, eine solche höchst überraschende und glückliche Entdeckung gelingt wohl nur einmal im Leben und ist vergleichbar mit dem Fund einer neuen Mozart-Partitur. Und genau, nach seinen Worten übergebe ich jetzt auch schon direkt an Professor Dr. Klaus Viehweg. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung und die freundlichen Worte zur Vorstellung. Als erstes in diesem Raum sage ich immer, es ist mir eine besondere Ehre, hier vortragen zu dürfen. Als jemand, der Jahrzehnte zu Hegel geforscht hat, werden Sie das verstehen können, dass das was Besonderes ist, hier etwas Eigenes vorstellen zu können. Zweite Vorbemerkung. Das ist nicht so ein erfreulicher Anlass, aber das möchte ich sagen. Der Vortrag ist zwei vor einigen Monaten verstorbenen Kollegen von mir gewidmet, denen ich theoretisch und persönlich äußerst viel verdanke. Das ist Dieter Henrich und Hans-Friedrich Fulda, die riesige Verdienste für die Hegelforschung, nicht nur für die Hegelforschung, aber da wir in diesem Haus sind, will ich das mal aufnehmen. Hegelforschung beziehen. Die heutige Veranstaltung ist zweigeteilt. Zuerst zu diesem Fund der Hegel-Nachschriften. Bitte.
Diese Formulierung Wissenschaft der Freiheit findet sich in Hegels Heidelberger Enzyklopädie. Insofern haben wir das als Überschrift des Projekts gewählt. Das ist ein bisschen die Pressereaktion vom britischen Guardian bis zur FAZ, und besonders in Italien hat es große öffentliche Aufmerksamkeit erzielt. Hier in der Corriere della Sera waren zwei Beiträge. Der nächste ist der umfangreiche. Ja, hier. So viel Aufmerksamkeit haben wir in Deutschland nicht erreicht. Schon erstaunlich bei Hegel. Ne? Aber heute ist das so. Italien ist heute das Land des Hegelianismus, nicht mehr Deutschland. Klammer auf, leider. Klammer zu. Das ist ein Hinweis auf den Fund. Wilhelm Friedrich Becker hat in einem Aufsatz in den 80er Jahren darauf hingewiesen, dass in der Dombibliothek zu Freising Windischmanns Nachlass liegt und bisher nicht überprüfte Vorlesungsnachschriften Hegels. Es war mir auch nicht bekannt, aber man kann es aus dem Briefwechsel zwischen Hegel und Windischmann erschließen. Hegel schreibt: Herr Dr. Carouet wird Ihnen die erbetenen Papiere überbringen. 3 Monate später schreibt Windischmann: Die Papiere sind angekommen, besonders interessieren mich die Dokumente zur Geschichte der Philosophie. Also man hätte es finden können, aber das Problem war, es ging in den Nachlass des Sohnes von Windischmann, und Windischmann hatte wohl 4 Kinder, und man hat diesen Nachlass nicht geprüft, außer Herrn Becker, dem ich das verdanke. Der schickte mir dann einen Aufsatz, den Philosophen nie lesen werden, in einem Sammelband zur Geschichte von Bonn. Wer liest als Philosoph das? Und da ist das veröffentlicht, Windischmann und Hegel. Und da fand ich das. Und er schickte mir den Aufsatz, aber aus einem anderen, kurioseren Grund. Er hatte die Hegel-Biografie gelesen und er ist ein irgendwie verästelter Nachkomme von Hegel. Daher sein Interesse an Hegel. Also da musste mehreres zusammenkommen, damit man so einen Fund machen konnte. Dann musste ich noch 2 Jahre warten wegen Rekonstruktion des Archivs und der Pandemie. Sonst hätte ich das vielleicht 2020 schon gefunden. Okay. Ja, hier ist der Brief, da ist jetzt ein bisschen an der Seite, aber Sie können es lesen, das ist der erwähnte Brief von Hegel, wo er diese Sache ankündigt, dass Carouet die Dokumente vorbeibringen wird. Und Windischmann, von mir schon erwähnt, die Antwort. Ne? Windischmann war Philosophieprofessor in Bonn zu Hegels Zeiten. Den hat er auch selber, Hegel, 2-mal besucht auf seinen Reisen in die Niederlande. Da gab es also einen Kontakt, einen Briefkontakt. Mir ist Windischmann zuerst aufgefallen mit einer Äußerung über Hegels Phänomenologie des Geistes. Da schreibt Windischmann oder nennt das Grundbuch der Freiheit. Das war mir natürlich sehr sympathisch, das werden Sie verstehen. Ne? Da steht auch Freiheit als Titel. Und daher ist mir der Vater Windischmann bekannt, der Sohn, in dessen Nachlass die Carouet-Papiere liegen. Und der Sohn Windischmann war Theologieprofessor in München, daher ist es nach München und Freising gekommen. Hier ist auch ein Hinweis, da hätte man suchen können. Ne? Schon Rosenkranz verweist auf Windischmanns Erben, nicht nur auf Windischmann, sondern auf die Erben. Und Cousin in Paris, das habe ich mir jetzt selber angeguckt, da habe ich auch 12 Briefe von Carouet an Cousin gefunden, die waren nämlich lebenslang befreundet. Die saßen in Heidelberg in Hegels Vorlesung. Und zwar
Cousin beschreibt das später auf eine sehr angenehme, schöne Art. Man ging zuerst zur Vorlesung bei Hegel. Dann gab es einen studentischen Kreis, da das für die jungen Studenten sehr schwierig war, eine neue Terminologie, eine neue Philosophie. Hegel kam gerade nach Heidelberg. Ne? Und dann gab es ein sogenanntes Konversatorium, also eine Art Seminar, würde man heute sagen. Und dann schreibt Cousin, und am Abend, die vierte Stufe, am Abend ging man zum Orakel. Das heißt, am Abend ging man zu Hegel. Und dann hat erst Caravé das aufgeschrieben. Es sind also keine Mitschriften, es sind bearbeitete, durch verschiedene Stufen gelaufene Papiere. Das sieht man auch an der Handschrift. Okay, bitte. Ja, das ist der Augenblick des Fundes. Der musste halt auch festgehalten werden. Es sah natürlich ganz anders aus. Es war so, ich war das erste Mal in dem Archiv und es gab keinerlei Hinweis auf irgendwelche Papiere von Hegel oder Caravé. Nichts. Und der Archivleiter öffnete einen Karton und holte da Papiere heraus und dann sagt er, ja, schauen Sie mal, hier steht doch Phänomenologie von Hegel. Und da sagt sie, nee, das kann nicht sein. In Ihrem Findbuch steht Phänomenologie von Heil. H-E-Y-L. Also ein Archivmitarbeiter hat das falsch transkribiert. Da entschuldigte sich der Archiv direkt. Ich sage, Sie brauchen sich nicht entschuldigen. Wenn da Hegel stände, hätten das andere schon längst gefunden. So habe ich es gefunden. Ein Irrtum, ne? Ja, das ist ganz kurz. Wie gesagt, ich will das ja jetzt nicht ausdehnen. Ganz kurz, der Bestand, circa 5000 Seiten, die fast das gesamte Werk, nicht alles, fast umfassen. Es sind zwei Vorlesungsmitschriften, Nachschriften von der Enzyklopädie. Von der haben wir noch keine bis heute. Sind die ersten beiden Nachschriften von Hegels Enzyklopädie überhaupt. Und die anderen sind eben neu für die Heidelberger Zeit. Ja, also Logik und Metaphysik gibt es schon eine Nachschrift, aber die anderen sind eben neu. Die Ästhetik, Geschichte der Philosophie, das sind alles Hegels erste akademische Vorlesungen, wenn man die in Jena mal in Klammer setzt. Die waren ja viel früher und noch nicht so auf diesem Niveau wie dann in Heidelberg. Insofern sehr wertvoll und von einem Studierenden, von einem Hörer bearbeitet, mitgeschrieben, der erste, heute würde man sagen, Assistent Hegels war. Also Hegel, das nur in Klammern auch, Hegel hat einen katholischen Studenten zu seinem ersten Assistenten. Stimmt. Also es interessierte ihn überhaupt nicht, was der für eine religiöse Position hatte, sondern ob er kompetent war. Das war das Kriterium für Hegel. Und ich spitze es jetzt noch zu, wir haben damit in diesen Vorlesungen die allererste Hegel-Interpretation, weil Caravé natürlich nicht Hegel abschreibt, sondern schon eigenständig interpretiert aufnimmt. Und das ist die erste. Vorher haben wir das nicht. Oder nur in kleinen Stückchen oder so vorher. Aber das ist fast über das gesamte Werk. Leider ist die Philosophie des Rechts nicht dabei. Die hat Caravé behalten. Warum? Die hielt dafür das Wertvollste, was er besitzt. Und damit ist es wahrscheinlich verschollen. Das ist so die tragische Ironie, ne? Er wollte das behalten. Das geht aus einem späteren Aufsatz von Caravé hervor, dass er die noch hat. Und der Nachlass ist bisher nicht aufgefunden. Wir suchen, aber man findet nur einmal im Leben sowas wahrscheinlich. Okay, jetzt. Das ist ein bisschen eine Seite. Sie sehen, das ist ein Paragraph aus der Enzyklopädie. Aus dem subjektiven Geist, aus der Psychologie, glaube ich. Und
Ich habe das gleich mit Hegels Heidelberger Enzyklopädie verglichen. Das ist also keine Abschrift. Es wird also nicht der Paragraph abgeschrieben. Der geht ganz anders. Aber vom Inhalt ist es der Paragraph. Das war ja auch meine erste Identifikation, indem ich das verglichen habe dort im Archiv in Freising. Sage, ja, das ist jetzt was Eigenständiges. Der schreibt nicht nur ab, es gab ja auch Abschriften im engeren Sinne, ne? Die das einfach notiert haben. Das ist in keiner Weise der Fall. Und es gibt eben dann sehr spannende, theoretisch spannende Passagen, zum Beispiel zwei, was manche Hegel-Forscher, ich bin nicht da so euphorisch, über das berühmte Textstück über Herrschaft und Knechtschaft. Da gibt es jetzt zwei neue Karoué-Passagen dazu. Das wird viele interessieren, Anerkennung, Herrschaft und Knechtschaft. Nur als Beispiel. Ne? Ich will die anderen Beispiele jetzt nicht betonen. In der Ästhetik gibt es auch einiges Neues. Wir sind beim Transkribieren. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ne? Das ist ungeheuer schwierig, die Transkriptionsarbeit. Und wir haben auch noch keine offizielle Förderung. Es ist also ein Antrag bei der DFG gestellt. Und dann kann erst richtig losgelegt werden mit dem Transkribieren. Und ein Teil ist von einem Insektenfraß befallen, ein Teil der Manuskripte, die müssen erst restauriert werden. Es sind zwar nur 500 oder 600, aber immerhin. Aber ist nur oben der Rand befallen. Und das hatte wieder den positiven Effekt, das Archiv musste dann einen Antrag stellen zur Restauration. Und damit sind die Papiere in das höchste Level des zu erhaltenden deutschen Schriftguts aufgenommen worden. Wichtig für einen DFG-Antrag. Dadurch. Und diese Stelle da in Berlin, die zahlt dann die Hälfte der Restauration. Das nur nebenbei, aber das sind halt so Nebenbedingungen, die halt auch erfüllt sein müssen, wenn man so ein Projekt vorhat. Hier ist die erste Seite von Logik und Metaphysik. Für die Hegel-Experten es ist wahrscheinlich die kleine Logik aus der Enzyklopädie. Das können wir aber endgültig auch noch nicht sagen. Muss transkribiert werden erst, ne? Aber sehr wahrscheinlich. Und da sieht man, das lässt sich ziemlich gut transkribieren, weil er das nicht in der Vorlesung, sondern später geschrieben hat. Und die meisten von Ihnen wissen, es gibt ja jetzt eine Software, die das unterstützt, ne? Die 80% der Schriften lesen kann, Transkribus. Ja, das zum Abschluss. Das ist, glaube ich, ein schwäbisches Kartenspiel, wo der doppelte Hegel zu sehen ist. Und als letzte Anmerkung, die Nachschriften sollen, so zumindest die Zusage des Felix Meiner Verlags, als vier Bände der kritischen Ausgabe publiziert werden. Also vier Supplementbände. Das ist also auch eine Anerkennung, dass es in die kritische Werkausgabe kommt. Das ist also nicht irgendetwas, sondern die Werkausgabe ist beendet. Das wissen die meisten ja, deswegen vier Supplementbände. Also zwei zur Enzyklopädie, ein Band zur Ästhetik und ein Band zur Geschichte der Philosophie. Wobei der Band, das darf ich auch noch sagen, da meine Kollegin Francesca Janelli mit diese PowerPoint erarbeitet hat, die Ästhetik wird in Rom. Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung und die freundlichen Worte zur Vorstellung. Ja, von der DFG finanziert. Als erstes, in diesem Raum sage ich immer, Frau Janelli ist eine besondere Expertin, die schon Hegel vortragen zu dürfen. Ne? Als jemand, der Jahrzehnte zu Hegel geforscht hat, werden Sie das verstehen. Legitim. Soweit, ganz kurz, im Schnelldurchlauf haben Sie jetzt hier etwas bekommen, nur damit Eigenes man vor. Das erste Gefühl, zweite Vorbemerkung.
Eindruck bekommen. Das ist wir so können dann erfreulicher noch, Anlass, ich kann dann noch, möchte Frauen ich sagen, antworten, der Vortrag ist zwei also das vor einigen Monaten verstorben. Erster Einstieg, da ich ja jetzt den ich theoretisch noch und persönlich etwas Inhaltliches, danke, das Philosophisches, das ist ja Editionstechnisches, und zwar aus dem neuen Buch will ich was vortragen. Und das ist nicht nur für die für alle Philosophiehistoriker, ich nenne es eine gewaltige Provokation, Hegelforschung beziehen. Also das Buch heißt ja auch eine andere Geschichte der Philosophie. Und ich werde jetzt so 40 Minuten, hoffentlich Sie nicht langweilen. Wie und zu welchem Ende, so könnte man in Anlehnung an Friedrich Schiller fragen, betreibt man Universalgeschichte der Philosophie. Im Zentrum der folgenden Überlegungen steht ein Baustein für eine andere, bewusst andere Geschichte der Philosophie, mit anderen Worten der Einstieg in eine philosophische Geschichtsschreibung der Philosophie. Und die haben wir noch nicht. In eine durch eine philosophische Logik begründete Philosophiegeschichte. Es geht also um die Frage, wie Geschichte der Philosophie als Wissenschaft betrieben werden soll. Es soll hier aber nur der Grundstein angedeutet werden für eine solche philosophische Historiografie der Philosophie. Das Neuartige bzw. andere einer philosophischen, ich nenne es idealtypisch verfassten Geschichte der Philosophie, also einer philosophischen Konzeption von Grundparadigmen, und deren in Form der Aufhebung vollziehenden Wechsels soll also hier angedeutet werden, angerissen werden. Ich habe den Vortrag noch gekürzt. Aufgrund der Verschiedenheit philosophischer Entwürfe sei die Suche, so hört man immer wieder, nach Wahrheit vergeblich. Häufiger Befund. Vermeintlich findet sich hier ein unübersichtliches Stimmengewirr, eine Kakophonie verschiedener Positionen. Die oberflächliche Ansicht diagnostiziert also die Entstehung der mannigfaltigen Gedanken, Philosophie, die einander entgegengesetzt sind, sich widersprechen und widerlegen. Das vorgefundene kunterbunte Sammelsurium bestehe also aus Irrungen und Wirrungen, ein Chaos widerlegter Auffassungen. Höchst innovative Perioden wechseln sich ab mit Langsamkeit, Stillstand und Rückschritt. Man schaue, so Wilhelm Dilthey, auf ein Trümmerfeld. Oder auf einen Friedhof mit gestrandeten, verrosteten Schiffen, aufgelaufen auf der Sandbank der Zeitlichkeit, so Hegel. Es scheint sich also um eine bunte Reihe von Gedankenspielen zu handeln, der Philosophie. Auch hätten, haben wir im 20. Jahrhundert gehört, die großen Erzählungen abgedankt. Man könne in diesem riesigen Steinbruch nur mitunter einige nützliche Gedanken finden. Hegel dazu, das ideenlose Auge sieht nur einen unordentlichen Haufen von Meinungen. Zitat Ende. Allerdings beruht diese These von der prinzipiellen radikalen Verschiedenheit, also der Diversität schlechthin, auf einen gravierenden logischen Fauxpas. Wie die Wahrheit nur eine sein kann, mehrere Wahrheiten kann es nicht geben, das liegt im Begriff von Wahrheit, so hat die Philosophie nur eine Geschichte. Wahrheit ist nur eine in verschiedener, besonderer und einzelner Form. Die Ausrede der bloßen Verschiedenheit, so nennt das Hegel, der souveränen Besonderheiten geht auf die griechische Philosophie zurück und auf den ersten Tropus des Pyrrhonikers Agrippa, die Diaphonia, von den pyrrhonischen Skeptikern als schier unüberwindliche Waffe gegen die Philosophie angesehen. Also es gibt verschiedene Philosophien und das ist es. Ne? Fertig. Darin besteht ein Kernmoment des Relativismus, der sich angeblich gegen einen Terror des Allgemeinen richtet, aber selbst den Terror des Besonderen, so nenne ich es auch mit Hintergrund auf, mit Bezug auf heutige Debatten, den Terrorismus der Diversität pflegt. Es wird abgewiesen, dass in der Besonderheit ein Allgemeines gedacht werden muss. Nur sollten die Protagonisten dieser Position bitte das Wort Philosophie vermeiden, unterlassen, womit sie ja die Allgemeinheit einkaufen, wenn sie das Wort Philosophie verwenden. Jede besondere Philosophie, so wie der Hegel, soll nur in ihrer Isoliertheit in der Diversität gedacht werden, als ob nicht, so Hegel, ob nicht auch Kirschen oder Aprikosenobst sind.
an die Stelle des Generalisierenden soll dem Historismus, diesem Historismus zufolge, ein individualisierendes Verfahren treten, was das fehlende Verständnis des Begriffs verrät. Es wird die gründliche Erforschung des Einzelnen gefordert, ohne ein gründliches Verständnis von Einzelheit vorweisen zu können. Man insistiert auf ein in Partikularitäten, auf in Fragmente und Episoden zersplittertes Geschehen. Man weigert sich, so sagt man das im Deutschen schön, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Vor lauter Philosophien nicht die eine Philosophie, obschon auch diese Historisten den Begriff Philosophie verwenden, aber ohne dessen Rechtfertigung. Die Begriffsbestimmung der Geschichte der Philosophie wird also grundsätzlich verfehlt. Sie wird nicht als ein Zusammenschluss der Allgemeinheit, der einen Philosophie, der besonderen Richtungen oder Strömungen, etwa des Pantheismus, und der einzelnen Gedankenformation, etwa Spinoza, gedacht. Wobei die drei Momente, das hat uns Hegel gelehrt, die jeweils anderen in sich schließen. Also Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit. Es fehlt die Einsicht, dass wir es mit einer Philosophie in ihrer Geschichtlichkeit zu tun haben, statt mit einer Diaphonie von Stimmen, mit einer Symphonie. Hegel-Zitat wieder, alle Töne einer Sinfonie werden gehört, aber eben nicht das eine, nicht die Grundmelodie, nicht die Harmonie der Töne. Zitat Hegel Ende. Die Chronologen, so nenne ich sie, die historistisch-empiristischen Sammler, wie die reflektierenden, verstandesmäßigen Geschichten der Philosophie, haben mit mehreren Problemen zu kämpfen. Dürfen sie eine auf Allgemeinheit zielende Kategorie, ich hatte schon erwähnt, wie Geschichte überhaupt verwenden? Welche überlieferten Entwürfe sind in die Geschichte der Philosophie inkludiert? Wer spielt Hauptrollen in diesem philosophiehistorischen Schauspiel? Was sind die harten Gründe für die In- und auch für die Exklusion? Hegel bemüht das Bild vom Überschauen einer Landschaft, die beim Gang in die bloßen Details aus dem Auge verloren wird. Diese besonderen Teile und Facetten haben zwar, so Hegel, einen vorzüglichen Wert, aber diesen erst in ihrer Beziehung auf das Ganze. Logik und Geschichte. Eine philosophische Geschichte, betone immer das Philosophische, weil das soll das Neue sein, das andere, verlangt die Lösung der Spannung des Widerstreits zwischen einerseits zeitloser Geltung der Logik, dem System als Stufengang der reinen Denkbestimmungen, wie es Hegel nennt, welches außer der Zeit ist und nicht in die Sphäre des Vorübergehenden fällt, und andererseits der Zeitlichkeit als eine Aufeinanderfolge der Philosophien in einem Geschehen, geprägt von Entstehen, Blühen und Vergehen philosophischer Gedankengebäude, einer scheinbar zufälligen Abfolge besonderer Prinzipien, die einer jeweiligen Philosophie zugrunde liegen. Einen Zugang zur Auflösung dieses scheinbaren Dilemmas könnte Hegels spezielles, nicht triviales Verständnis von Geschichte öffnen. Weiterhin auch die ersten Ansätze zu einer Typologie der Behandlungsarten von Geschichte, beides bei Hegel zu finden im Rahmen seiner philosophischen Theorie der Weltgeschichte. Auch hinsichtlich der unbestritten notwendigen und verdienstreichen reflektierenden Geschichten der Philosophie muss der Verstand zur Vernunft gebracht werden, das Wesen oder Reflektieren auf den Begriff. Sonst wird eine philosophische Weltgeschichtstheorie wie eine philosophische Geschichte der Philosophie verfehlt. Der historistische Relativismus, ich spitze jetzt zu, dass heute dies die Philosophie ist, morgen eine andere und übermorgen wieder eine andere, wäre nach Hegel das Resultat der schlechten Unendlichkeit. Die pure Relativität und keine Wahrheit. Hegel Zitat, und das gilt auch für die heutige Zeit, das Wahre nicht zu wissen und nur Erscheinendes, Zeitliches, Zufälliges, diese Eitelkeit hat sich in der Philosophie breit gemacht und führt das große Wort. Zitat Hegel Ende, könnte man auch heute genauso auf die Philosophie beziehen.
Ganz im Sinne mathematisch unendlicher Reihen wird die unaufhörliche Aufeinanderfolge von Epoche zu Epoche, Altertum, Neuzeit, von Epoche der Philosophie zu einer anderen antike Philosophie, neuzeitliche Philosophie gepriesen. In dieser nicht-philosophischen Sicht, in Gestalt von vorhandenen Aufeinanderfolgen, fehlt jegliche Rechtfertigung. Im Auffinden von Vorhandenem soll das gelten liegen. Und das, dem muss mit Hegel widersprochen werden. Ich komme jetzt zu dem, was ich das idealtypisch paradigmatische Verfahren nenne und will das ganz kurz andeuten. Hegel liefert erste Ansätze einer Art idealtypisch paradigmatischen, idealtypisch paradigmatischen Verständnisses, philosophischer Art. Für die logischen Stufen der gedanklichen Konstruktionen reinen Typs wird vereinfacht gesagt der historisch am meisten angemessene Realtypus gefunden, der allerdings ideal konstituiert wird, gesteigert zu einer paradigmatischen Form oder einer idealtypischen Ordnung. Dies erfolgt nicht im Sinne eines verstandesmäßigen Subsumierens oder Rubrizierens, sondern eben als Aufhebung im Hegelschen Sinne, aufbewahren, negieren und höherheben. Das historische Geschehen in diesem Sinne wird nicht einfach als Gegebenes aufgenommen, sondern unter dem Blickwinkel des reinen Typs gesehen. Sie können es auch nennen, es wird idealisiert, raffiniert, veredelt. In der philosophischen Geschichte der Philosophie gilt dann für die logische Kategorie Sein, Nichts oder Substanz das parmenideische Sein, das buddhistische Nichts oder die spinozistische Substanz als solche Idealtyp. Klassische Paradigmen, obschon bei den betreffenden Denkern diese Begriffsbestimmungen nur in Annäherung vorkommen, aber doch in annähernd modellhafter Weise. Eine neue philosophische Geschichte der Philosophie verlangt also einen Leitfaden, dessen Geltungsanspruch logisch gerechtfertigt ist. Diese Fundierung oder Legitimation kann nicht einfach ausgewählt werden, das heißt nicht einfach versichert werden, wie dies in den reflektierenden Geschichten der Philosophie geschieht. Zum Beispiel fällt die von Jürgen Habermas versuchte Genealogie am Leitfaden von Glauben und Wissen in ein solch reflektierendes pragmatisches Muster, welches sowohl hinsichtlich Genealogie als auch der willkürlichen Annahme eines Leitsterns, Glauben und Wissen, warum, in den Relativismus stürzt. Verzicht auf logisches Beweisen, genealogisches statt logisches. Heges Logik gehört nämlich für Habermas nicht zum von ihm als alternativlos proklamierten nachmetaphysischen Denken. Der Grundmangel besteht bei solcher Begriffsanalyse, so nennt es Habermas, dass er mit Kategorien wie Vernunft, Grund, Allgemeinheit, Begriff arbeitet und doch abweist, dass er damit harte Metaphysik treibt. Denn das sind metaphysische Kategorien. Und diese Kategorien werden unkritisch gebraucht und nicht legitimiert. Erforderlich scheint dagegen eine denkende Rekonstruktion. Philosophie und Philosophiegeschichte als denkende Entfaltung, als Systeme in der Entwicklung zu begreifen. In dem wohl wichtigsten einschlägigen Beitrag dazu hat Hans-Friedrich Fulda Hegels Sichtweise der beiden differenten Stufenfolgen treffend beschrieben. Zunächst die Schlüsselstellen bei Hegel. Hegel, die Grundbegriffe der in der Geschichte der Philosophie erschienenen Systeme rein dessen entkleidet, was ihre äußerliche Gestaltung, ihre Anwendung auf das Besondere und dergleichen betrifft, das ist dieses Idealtypische, wird hier so beschrieben, so erhält man die verschiedenen Stufen der Bestimmung der Idee selbst in ihrem logischen Begriff. Umgekehrt den logischen Fortgang für sich genommen, so hat man darin nach seinen Hauptmomenten den Fortgang der geschichtlichen Erscheinung. Ferner, so Hegel weiter, unterscheidet sich allerdings auch nach einer Seite die Folge als Zeitfolge der Geschichte von der Ordnung der Begriffe. Zitat Hegel Ende. Fulda insistiert zu Recht darauf, dass die übliche Einschätzung der Beziehung der Folgeordnung als Übereinstimmung, Konkurrenz oder Identität die Sache gründlich verfehlt. Zudem verweist er darauf, dass Hegel den philosophiehistorischen Gegenstand nicht in der erforderlichen Strenge fortgedacht hat.
Hegel schreibt mal, dass er aufgrund unzureichender Arbeitszeit dieses Projekt nicht fortgeführt hat. Denn die größtenteils, und das kennen wir, als Kompilation von Vorlesungsnachschriften vorliegende Philosophiehistorie, Sie kennen das, ne? Entweder in der Suhrkamp-Ausgabe oder in der kritischen Werkausgabe, das sind Vorlesungsmitschriften, Nachschriften, ne? Und die sind dann irgendwie kompiliert worden. Es ist nicht Hegels eigentliche Philosophiegeschichte. Diese Kompilation verfährt nämlich in vieler Hinsicht nach reflektierender Art, wie etwa Epocheneinteilung und chronologisches Verfahren, und ist teilweise bei Hegel nicht kohärent. Etwa wenn chinesische und indische Philosophie Thema sind, aber die Geschichte der Philosophie andererseits mit Griechenland und Thales beginnen soll. Das ist also in keiner Weise kohärent. Das Desiderat liegt in der weitgehend fehlenden Konzeption der Idealtypen oder philosophischen Paradigmen, wie diese Hegel in der Philosophie der Weltgeschichte und in der Philosophie der Kunst vorgelegt hat. Das heißt hier hinsichtlich der Geschichte der Philosophie, in der nur in Ansätzen dargelegten Verknüpfung der beiden Studiengänge, der beiden Stufengänge, der logischen Ordnung der Begriffe und der zeitlichen Folge von Systemen. Man vermisst also bei Hegel das Zusammenschließen der beiden Stufenfolgen in einer, das ist jetzt die These, in einer dritten, die alltypisch paradigmatischen Ordnung und der detaillierten Strukturierung dieser Hauptstufen. Dieses Herangehen fußt auf der klaren Unterscheidung zwischen geschichtlicher und philosophischer Rechtfertigung, zwischen dem äußerlichen Entstehen, und das ist für Hegel äußerst wichtig, auch in anderen Zusammenhängen, zwischen dem äußerlichen Entstehen und dem Entstehen aus dem Begriff. Was anhand bei Hegel des Begriffs des Rechts vorgeführt wird, gilt auch für philosophische Gedanken und Theoreme schlechthin. Der Darstellung des historischen Hervortretens, dem pragmatischen Erkennen, fehlt der Begriff der Sache. Hegel, obschon römische Familiengesetze und Sklaverei positives Recht waren, tun sie auch sehr geringen Forderungen der Vernunft kein Genüge. Sind also prinzipiell unrechtlich und unvernünftig. Und jetzt Hegel Zitat, das in der Zeit erscheinende Hervortreten und Entwickeln von Gedanken sowie die Erkenntnis ihrer verständlichen Konsequenz, die aus der Vergleichung mit bereits vorhandenen Gedanken hervorgeht, im Sinne dieser reflektierenden, pragmatischen Philosophiehistorie, ist höchst verdienstvoll und unbedingt zu würdigen. Aber die Entwicklung aus historischen Gründen, Zitat Hegel, ist nicht zu verwechseln mit der Entwicklung aus dem Begriffe. Die geschichtliche Erklärung und Rechtfertigung darf nicht zur Bedeutung einer an und für sich gültigen Rechtfertigung ausgedehnt werden. Zitat Ende. Hegel fügt hinzu, Philosophie ist keine Erzählung dessen, was geschehen ist, was geschieht, sondern eine Erkenntnis dessen, was wahr ist. Zitat Ende. Ungeachtet des fehlenden Gesamtentwurfs bieten Hegels philosophiehistorische Arbeiten, besonders die erwähnten Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Kompilationen, Vorlesungen, die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften und in herausgehobener Weise die entsprechenden Anmerkungen in der Wissenschaft der Logik entscheidende Ansätze. Substanzielle Keimformen, wichtige Fingerzeige für eine solche dritte Konzeption, die bei Hegel beabsichtigt war, aber nicht weiter ausgeführt wurde. Also im Hintergrund steht die These, wenn Sie was über Geschichte der Philosophie jetzt bei Hegel lernen wollen, dann lesen Sie die Wissenschaft der Logik. Da gibt es nämlich die Zusätze, Anmerkungen, und da geht er dann auf philosophiehistorische Bezüge ein. Wenn über Sein gesprochen wird, dann kommt Parmenides und so weiter. Wenn über nichts gesprochen wird, kommt überraschenderweise Buddhismus als erster Bezugspunkt. Das sind die, wie gesagt, nur Hinweise, aber die muss man halt aufnehmen. Der Kernpunkt liegt in den Bestimmungen der Idealtypen, der Paradigmen, das will ich noch kurz erklären, als Hauptmomente, als Knoten oder Brennpunkte. Das Paradigma ist ähnlich wie bei Platon also zu denken, ein philosophischer Archetypus, ähnlich
der goetheschen Gedanken einer Urpflanze in Gestalt einer gedanklichen Konstruktion, also einer schlechthinigen Verkörperung des Typs einer Sache. Der dem Gegenstand Geschichte der Philosophie angemessene Formierung ihrer Entwicklungsdynamik besteht nicht in einer linear-chronologischen Reihe, sondern in einer Knotenlinie, einer eigenen Knotenordnung, so auch Hegels Redeweise, verschiedener solcher Brennpunkte. Der rote Faden einer philosophischen Geschichte der Philosophie, so Hegel, der feine, sich durch alles in diesem Netz hindurchziehende Faden, formiert sich in einem Gewebe von Knoten der Besonderheiten. Die eigentliche Geschichte der Philosophie als philosophische. Das Kriterium für diese Knoten als Sternstunden der Philosophie liegt in der möglichen Rolle als einer tragenden Säule der Gesamtarchitektur. Genauer darin, ob eine Kategorie, ein Gedanke im Ensemble der Denkbestimmung zu dessen Fortentwicklung beiträgt, wie etwa Parmenides Sein, Heraklits Werden oder Spinozas Substanz. Das Sinnbild des Knotens, der Knotenlinie, ist bei Hegel wahrscheinlich aus verschiedenen Bereichen entlehnt. Ich nenne nur einige aus dem Verständnis der Pflanze von Goethe. Goethe spricht von Knoten zu Knoten, sowie aus dem Weben von Textilien. Bestimmte Fäden verweben, verbinden sich in einem Knoten. Hegel Zitat, sie schürzen sich zu festeren Knoten, welche Anhalts- und Richtungspunkte sind. Es findet sich die Rede von mehreren Knoten, die sonst nacheinander und in einiger Entfernung voneinander hervorgebracht sind, die sich zusammen um einen Mittelpunkt verbinden. Es handelt sich also um die Metaphorik eines geordneten Gewebes, Geflechts mit dessen Knoten und von spezieller Faszination, zumindest für mich, als eine Art Muster für eine solch idealtypische Ordnung ist das Kipu der Inkas. Deswegen sehen Sie hier das Inka-Kipu, und das war die Sprache der Inkas. Die hatten keine Buchstabensprache. Darüber wurden alle Informationen der Inkas weitergegeben, sowohl Zahlen als auch Buchstaben. Und das Entscheidende waren die Knoten. Das sieht man jetzt noch. Damit wurden die Haupt, mit Farben und Knoten wurden die Hauptinformationen weitergegeben. Also insofern Knotenpunkte. Die Knotenschnur aus der Vor-Inka- und Inka-Zeit. Also ein Gewebe, das wohl Schrift- und Zahlenverhältnisse darstellt, mittels Hauptschnur, vielgestaltiger Nebenschnüre, verschiedene Fasertypen, verschiedene Farben der Fasern etc. Entscheidend sind dabei die durch die Verknüpfung der Fäden entstehenden differenten Knoten, Knotenabstände, Knotenreihe. Diese Knoten und Knotenlinie stellen also die relevanten Anhalts- und Richtungspunkte dar. Also mit anderen Worten die Leitsterne für die Orientierung im Dschungel des Denkens. Auch können diese Knotenpunkte, so macht es Hegel, als Brennpunkte bezeichnet werden, metaphorisch, welche die gewichtigen Gedankenstrahlen zusammenfassen, bündeln und durch diesen Flammpunkt Initialzündungen und Innovation des Denkens generiert werden, wie etwa so Hegel durch Platon und Aristoteles. Das sich in der Wissenschaft des reinen Denkens sich bewegende Logische hat dann im Begriff als Sein, im Begriff als Wesen und im Begriff als Begriff seine Hauptstufen. Ausgehend von dieser Struktur, die Hegel ja hat, und von der zeitlichen Aufeinanderfolge der Philosophien, sowie der reflektierenden Geschichten der Philosophie kann die Konstruktion vielleicht der Einheit des logischen und geschichtlichen Fortgangs in Gestalt einer Stufenleiter mit folgender idealtypischer Grundordnung fixiert werden. Also die Hauptknotenpunkte philosophiehistorischer Entwicklung, die fundamentalen Paradigmen in der eigentlichen philosophischen Geschichte der Philosophie, sowohl die Folgeordnung des rein logischen wie des geschichtlich aufeinanderfolgenden Werden dabei aufgehoben, eben in einer dritten Folge. In dieser Idealtypik können mit Hegel oder müssen folgende philosophiehistorische Hauptparadigmen, das sind aber nur die Grundparadigmen, unterschieden werden. Das liegt jetzt auf der Hand. Es gibt Philosophien des Seins, Philosophien des Wesens und Philosophien des Begriffs. Eine Stelle gibt es bei Hegel in einer handschriftlichen Anmerkung, die sagt das. Aber sonst gibt es das bei ihm nicht.
In diesem Stufengang findet sich also der Fortgang der logischen Begriffsbestimmung wie auch das Geschichtliche aufbewahrt, zugleich in der ursprünglichen Verfassung überwunden und auf höhere Ebene gehoben. Auf der ersten Stufe in der Frühzeit der Philosophie, also in den Kulturen des Altertums, dominieren die anfänglichen Seinslehren, Ontologien, die Gedanken oder Philosopheme finden sich oft in Amalgamen von Philosophie, Religion und Kunst. Das abstrakte oder verständige Element, zweite, worin eine feste Bestimmtheit in ihrer prinzipiellen Unterschiedenheit gegen andere gilt, später. In elaborierten Gedanken finden sich dann die Aufhebungen dieser ersten Formation. Auf der letzten, höchsten Stufe in der modernen Welt, so Hegels Sicht, als dem Ende der Geschichte, gewinnt das Denken des konkreten Begriffs besondere Relevanz. Hegel nennt das Positiv-Vernünftige oder Spekulative. Die Reflexionsphilosophien prägen die lange Zwischenphase, die Mitte zwischen Altertum und Moderne. Dabei können die Seinslehren in der Mittelphase sowie die Ontologien und die Reflexionsphilosophien auch in der Moderne fortbestehen, so wie es in der Moderne auch symbolische und klassische Kunst gibt. Aber ihre frühere Dominanz verlieren sie. Auch beinhalten die verschiedenen Philosophien relevante Momente aus den drei Paradigmen, etwa in Platons Dialektik oder bei Aristoteles Denken des Denkens sieht Hegel neben Reflexionsformen wahrhaft spekulative Gedanken. Bei Kant und Fichte diagnostiziert er sowohl spekulatives, begreifendes Denken und echten Idealismus als auch resonierende Reflexion. Die genannte paradigmatische Stufenfolge schließt damit, wie auch die logische Ordnung, wer Wissenschaft der Logik kennt, signifikante Brücken, Übergänge, entsprechende Misch- und Amphibienformen ein. Die erwähnten Hauptmomente schließen in sich weitere Knotenpunkte, Unterpunkte, wenn Sie so wollen, der Grundformation. Die Entwicklung zeigt sich also ein Weg vom Abstraktesten zum Konkretesten, bis zum Zusammenwachsen der Knoten in den Systemen des Begriffs als des Freien. Der Weg vom Abstrakten zum Konkreten fußt auf dem Begriff. Der Begriff ist also für Hegel das Konkrete in sich selbst, eine Einheit unterschiedener Bestimmungen. Und dieser Topos des Ganges vom Abstrakten zum Konkreten gestattet es Hegel, überhaupt von einem Fortschritt in der Philosophie zu sprechen. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne, dass die Philosophie Fortschritte macht. Das meinen wir nur so, weil wir 200 Jahre nach Hegel sind, haben wir Fortschritte gemacht. Vorsicht, das ist kein Argument. Die Philosophie hat es also ausschließlich mit der konkreten Einheit, mit dem Begriff zu tun und jede Stufe des Fortgangs bildet also eine besondere eigentümliche Bestimmung dieser Einheit, also einen Knoten. Es kann im Fortgang die konkrete Einheit der verschiedenen Begriffsbestimmungen erreicht werden, das wahrhafte Einssein von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit. Darin liegt nach Hegel das Ende der Geschichte der Philosophie. Das Schließen des Kreises von Kreisen, was analog dem Ende der Geschichte und dem Ende der Kunst, betone jetzt, keineswegs den Tod der Philosophie, der Kunst oder der Geschichte, sondern nach Hegel den Beginn freien, begreifenden Philosophierens, nach dem Muster allerdings der modernen Philosophie des Begriffs. Also nach Hegel weitere Stufen müssen Philosophien des Begriffs sein. Und das ist nicht zu überbieten. Die Exposition eines Fortgangs von Knotenpunkten zu Knotenpunkten verlangt natürlich zuerst, darum geht es dann nur ganz kurz zu dem Buch, dort wird ausschließlich die Bestimmung des Anfangs untersucht. Die ersten Philosophien in diesem idealtypischen Sinne wie des ersten Knotenpunkts, deswegen heißt es Anfänger. Es sind also dort besonders die Anfangsdenker in der Philosophie thematisiert. Aristoteles, Plotin, Descartes, Spinoza, Fichte und Hegel, das sind die großen Anfangsdenker. Für andere spielte der Anfang, der systemische Anfang, keine so tragende Rolle. Ich lese mal Aristoteles Zitat vor. Das hat mich dann auch zu dem Buch mit bewogen, Zitat Aristoteles, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.
sodass auch ein kleiner Fehler im Beginn entsprechend große Fehler im weiteren Verlauf zur Folge hat. Leider haben wir dieses systemische Hauptwerk von Aristoteles nicht, aber der nächste spektakuläre Fund ist dann Aristoteles systematisches Hauptwerk. Ganz kurzes Resümee, wie die Geschichte, so haben die Geschichte der Kunst und auch die Geschichte der Philosophie, also ihre besonderen Stunden, ihre Sternstunden. Nicht jede philosophische Bemühung erfüllt damit die Anforderungen des philosophischen Denkens. Nicht alle kleinen Kometen sind Sonnen der Philosophie. Glanzlichter im Sinne zündender philosophischer Gedanken und Kondensationsknoten sind also karg gesät. Der Philosophiehistoriker Kuno Fischer sprach mit Pathos von einem Pantheon der Philosophie, in welchen, so Fischer, der denkende Geist die denkenden Geister versammelt. Die Kriterien zur Zugehörigkeit zu diesem Pantheon, zu einer Weltgeschichte der Philosophie, bedürfen also noch weiterer, intensiver wissenschaftlich-philosophischer Klärung. Dazu gehört Fulda zufolge, das ist natürlich ganz entscheidend, auch das Erproben der Hegelschen Konzeption an der Geschichte des nachhegelschen Denkens. Vielen Dank für Ihre Geduld.